Liebe Berner Bäuerinnen und Bauern, was beschäftigt uns zurzeit? Ist es wirklich ein 10 von 10 Beitrag oder Direktzahlung, die wir ganz sicher nicht abschaffen und die Aussage, dass wir angemessenen Grenzschutz auch weiterhin brauchen? Der Lös via Produkt, das zentral ist, oder ob Fragen und Kritik am Geschäftsführer und klar im Vorstand haben angeschaut, diskutiert und gefunden haben, dass jetzt die Handlungsoption mit den Themen wichtig ist, dass wir dort weiterfahren. Vor 6 Jahren haben wir Referendum zur AP14 sitzen, ist gesammelt worden. Wir sind seitdem in einem Prozess im Kanton Bern. Wir reden darüber, wie die Zukunft so aussehen soll, über die wirtschaftliche und sozial gesungen und zeitgemässen Familienbetriebe. Weil die Ziele, die anstehen, das sind die Volksinitiativen, noch kommen mit Trinkwasser, Pestizid und der Massentierhaltung, die gesammelt wird. Und der Punkt mit mehr Lösen via Produkt, wie wir thematisieren, wer nicht, wenn wir. Und zuletzt selbstverständlich die Agrarpolitik 2022, die in den nächsten Tagen Botschaft rauskommt vom Bundesrat. Und darum führen wir Anlässe durch, in jeder Region, in den nächsten Wochen. Wir wären froh, wir brauchen euch dort an den Anlässen, dann können wir helfen, mitdiskutieren, mitbestimmen, aktiv, und wir sehen uns als Teil der Lösung. Ein Verband ist nur so viel stark, wie die Mitglieder auch mitmachen. Merci vielmals für euren Einsatz.